Die Hochwasserlage bleibt in vielen Regionen Deutschlands angespannt. Während die Pegel in den betroffenen Gebieten in Bayern langsam sinken, steigen die Wasserstände in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen weiter an. In Braunschweig wird in den späten Abendstunden eine Flutwelle erwartet. Weil die Ockertalsperre voll ist, muss dort jetzt sogar mehr Wasser abgelassen werden. Das Problem in vielen Regionen: durch den Dauerregen sind Flüsse und Bäche kräftig angestiegen. Deiche sind aufgeweicht oder zum Teil bereits gebrochen. Tausende Helfer im Dauereinsatz. Wassermassen schießen aus der Ockertalsperre im Harz. Sie hat ihre maximale Auslastung erreicht. Bedeutet, es muss mehr Wasser abgelassen werden. Braunschweig rechnet deswegen mit einer Flutwelle. Einsatzkräfte blicken mit Sorge auf die Talsperre, Schaulustige mit Faszination. Wir sind mit der Familie hier und wir sind total beeindruckt. Meines Wissens kommt das nur alle 30 Jahre vor. Das ist ein mega Erlebnis, das mal zu sehen und einmal zu erleben. Wenig begeistert von den Erlebnishungrigen ist wiederum der niedersächsische Ministerpräsident. Wir müssen gleichzeitig sehen, dass das Naturgewalten sind, die können unglaubliche Schäden anrichten. Und ob man sich daran erfreuen sollte, da erlaube ich mir mal ein großes Fragezeichen. Also kurz gesagt, das ist eine angespannte Situation, da muss man nicht drum rumreden. Angespannt ist die Lage vielerorts. Im niedersächsischen Landkreis Leer war die ganze Nacht Sandsäcke stapeln angesagt, um die puddingweichen Deiche zu stabilisieren. Das Loch wird immer größer gespült und es besteht die Gefahr, dass die Deichkappe wegbricht und dass dann das ganze Wasser weiter Richtung den Häusern geht. Ne? Das konnte die Feuerwehr mit geballter Kraft verhindern. Anders sieht es beispielsweise in Nordthüringen aus. Der 500-Seelen-Ort Windehausen wurde fast vollständig evakuiert. Nirgends gibt es Strom, doch Familie Riecher und nebenan die Alberts weigern sich, ihre Höfe zu verlassen. Sie versuchen zu retten, was zu retten ist. Uns ist Heiligabend eigentlich die Brühe von hinten aus dem Dorf raus, reinlaufen in unsere Stuben, Küche. Ja, man hat halt die Gefriertruhen voll für Weihnachten und generell zum Ernähren. Man kauft im Angebot in der heutigen Zeit und nun können wir alles in die Biotonne oder wie auch immer entsorgen. Mein Herz eben wehtut auch. Ne? Ein Lichtblick für alle, die in Deutschland noch knietief im Wasser stehen. Nach tagelangem Dauerregen hat der Deutsche Wetterdienst zumindest nun alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.